Hey ihr Titten, herzlich willkommen zurück auf Rotten Noises TV und naja, wie die meisten Leute wahrscheinlich wissen werden, ich habe gerade nicht so viel Zeit, also gibt's eine Reaction zu Nails, nämlich zu Lacking the Ability to Process Empathy. Geht eher in die Grindcore-Richtung, aber ja, schwierig zu beschreiben. Wir hören gleich einfach mal rein. Es ist kein Musikvideo, es ist ein Track-Video, aber das geht nur 2 Minuten 3 Sekunden, das halten wir schon irgendwie aus. Ich bin super neugierig, ich kenne Nails schon ein paar Jahre, ich freue mich riesig. Gehen direkt rein, nicht lange drumherum schwafeln, interessiert sowieso keinen. Reaction so. Das Album wird heißen Every Bridge Burns. Ich weiß nicht, wann das rauskommt, das steht hier leider nicht. Shadi Banani. Und ich sehe gerade mein Feld um mich rum, mein Bildschirm, mein Bild ist nicht ganz in der Mitte von dem Ding, aber ist jetzt egal. Wir hören rein, los geht's. Ist sehr langsam. Oh, den Wolf kenne ich. Den hatten sie schon mal irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr wo. Vorheriges Album? Oder ist das einfach nur deren Maskottchen sozusagen? Ich weiß es leider nicht. Habe ich das gesagt oder habe ich jetzt meinen Gedanken verworfen? Es ist sehr langsam irgendwie. Ich habe Nails wesentlich schneller in Erinnerung. Ja, doch, so stimmlich habe ich das schon so in Erinnerung, ja. Ich finde, das Albumcover ist jetzt auch ziemlich geil. Ich warte eigentlich jetzt noch drauf, dass da noch irgendwas Schnelleres kommt. Oh, sind es über die Hälfte? Ich glaube, das kommt nicht mehr. Das wird eher noch langsamer. Dieser Schrei, das finde ich so geil, das fand ich früher bei dem letzten Album schon geil. Das war der Song Nails mit, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Lacking the Ability to Process Empathy. Ich habe was anderes erwartet, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen was Schnelleres erwartet, aber mir gefällt das. Ich gehe davon aus, dass Nails noch um einiges schnellere Sachen machen werden. Es ist eine Grindcore-Band. Das war jetzt eher halt so ein smoother Shit. Hat mir auch gar nicht ganz gut gefallen. Aber ich hoffe, es geht nochmal ein bisschen aufs Gaspedal. Gehe ich aber von aus. Na gut. Das sollte an der Stelle schon gewesen sein. Was haltet ihr von Nails und dem neuen Song? Ich freue mich auf das Album jetzt irgendwie schon. Die Stimme macht Laune. Die Gitarre, der Gitarrensound ist schön rotzig. Da habe ich Bock drauf. Und ich habe noch kein Merchandise von Nails. Das muss ich mal nachholen. Naja, bis zum nächsten Mal.